Vorbereitung auf den ärztlichen Alltag. Studenten ab dem 7. Semester arbeiten in der Patientenaufnahme und erledigen ambulante Eingriffe. Bei vielen Patienten hat sich diese preiswerte Möglichkeit einer Zahnbehandlung an der Uniklinik herumgesprochen. Doch der hohe Standard der zahnärztlichen Ausbildung in Deutschland sei in Gefahr, sagt die Bundeszahnärztekammer. Bachelor und Master seien keine geeigneten Bildungsabschlüsse für die Studenten. Wer Qualität in der zahnärztlichen Ausbildung wolle, könne auch keine kostenneutrale Reform fordern. Beispielsweise arbeite gegenwärtig ein Betreuer noch mit 12 Studenten. Die optimale Situation wäre sicherlich, und das auch vor dem Hintergrund der Qualitätssicherung des Patientenschutzes, dass wir 3 Studenten, 3 Patienten und einen Betreuer haben, sodass dieser Betreuer alle 3 Studenten im Auge hat und damit den Behandlungsablauf qualitätssichernd begleiten kann. Die Zahnmedizin entwickelt sich auf allen Gebieten mit hohem Tempo weiter. Dies muss sich auch in einer breiten Ausbildung widerspiegeln, meint die Ärzteorganisation. Was die deutschen Zahnärzte mit Blick auf Europa verhindern wollen, ist der Zahnarzt-Leid, der fachlich nur begrenzt einsetzbar ist.